Liebe Studierende, wir werden uns in der nächsten Seminarsitzung mit Marc Aurel beschäftigen, einem stoischen Kaiser, der letzte in der großen Reihe der Stoiker in der Antike. Und ich möchte in diesem Video Ihnen einen Einblick in die stoische Philosophie geben, weil vieles, was Sie in dem Buch Wege zu sich selbst lesen werden, der Text ist in Ihrem Moodle drin, liest sich sehr einfach, man liest so drüber weg und manche Dinge versteht man wieder überhaupt nicht. Und um die Sachen nicht misszuverstehen, sondern auch den für uns interessanten Kern herauszuarbeiten, ist es wichtig, dass Sie den Hintergrund der stoischen Philosophie kennen. Dass wir uns in einem Seminar über das Thema Philosophie und Leadership mit den Stoikern beschäftigen, das kommt Ihnen vielleicht nicht sehr überraschend, wenn Sie sich ein bisschen in Büchereien oder Bibliotheken umschauen und sehen, was alles zu den Stoikern publiziert wird, dann werden Sie sehr schnell auf Ratgeberliteratur stoßen. Es ist eine Unmenge von Büchern, die auch jetzt gerade in den letzten Jahren erschienen ist, in denen die Autoren, die Bücher schreiben, die sich gut verkaufen, versuchen, die stoische Philosophie als Ratgeberliteratur für unseren Alltag fruchtbar zu machen. Und da, wenn Sie das aufs Management übertragen, dann haben Sie oft so das Bild, was dahinter steht, dass der Manager von den Stoikern lernen kann, irgendwie ganz gefühllos zu agieren, irgendwie eiskalt zu bleiben, sich von nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Und das männliche Bild von Leader, was dahinter steht, ist sicher ein Bild, ein Klischeebild vom Manager, was ja doch so ausgesprochen fraglich ist, wenn Sie an unsere Überlegungen zur Authentizität und zur Mindfulness denken, die wir ja bereits besprochen haben. Ich habe zum Beispiel hier das letzte Buch, was da erschienen ist, von Thomas Hohensee, Außergewöhnlich entspannt, das geniale Anti-Stress-Programm der Stoiker. Dieses Buch ist furchtbar, das, wie viele andere auch, was natürlich nicht heißt, dass das völlig falsch ist, was da drin steht. Da steht also zum Beispiel drin, dass man sich nicht über alles und jedes aufregen soll, und das ist natürlich auch irgendwie richtig, dass man sich nicht über die Dinge maßlos aufregen soll, die man sowieso nicht ändern kann. Wer wollte was dagegen sagen? Dass man sich nicht über Dinge aufregen sollte, die man überhaupt nicht überschaut und zu denen man sich kein Urteil erlauben kann. Auch das ist natürlich völlig richtig. Aber das Problem ist, dass diese Autoren so einzelne Stücke aus der stoischen Philosophie rauspicken und dann ein Bild von den Stoikern zeichnen, was wirklich ziemlich verzerrt ist. Und es geht mir in dieser kurzen Einführung darum, dieses Bild etwas zu weiten und diesem Bild etwas mehr Komplexität zu geben. Es geht schon damit los, dass die stoische Philosophie hauptsächlich als Ethik bekannt geworden ist. Und man könnte so die Auffassung sein, dass das, was die Stoiker hauptsächlich gemacht haben, ist, Ethik zu treiben. Das ist tatsächlich nicht richtig. Aber dass dieses Bild entsteht, dass es den Stoikern vor allen Dingen um die Ethik geht, das hat einen bestimmten Grund. Und dieser Grund hängt mit der Geschichte der Überlieferung der stoischen Texte zusammen. Von den Texten, die wir über die Stoiker haben, sind nämlich tatsächlich vor allem ethische Schriften überliefert. Und all das andere, was die Stoiker auch geschrieben haben, ist verloren. Sie müssen sich das etwa so vorstellen. Stellen Sie sich vor, von einem auf den anderen Augenblick gäbe es keine Originalschriften von Platon mehr. Sie könnten nichts von Platon mehr kaufen. Die ganzen Texte wären weg. Auch im Internet wäre nichts da. Und wenn Sie jetzt irgendwie sich ein Bild davon machen wollten, was Platon denn geschrieben hat, dann müssten Sie also zum Beispiel Dissertationen sich anschauen, Seminararbeiten vielleicht, Bücher, in denen Platon zitiert wird. Und dann könnten Sie vorsichtig versuchen, also zu gucken, was für Zitate haben wir alles von Platon und sich dann ein Bild über den Autor machen.
Und das ist tatsächlich bei den Stoikern größtenteils der Fall. Die Texte, die wir von den Stoikern haben als ganze Bücher, also wie zum Beispiel das Buch von Marc Aurel, Wege zu sich selbst, diese Texte stammen allesamt aus der späten, aus der neuen Stoa. Zur neuen Stoa zählen drei berühmte Autoren, Seneca, kennen Sie vielleicht, der auch Tragödien geschrieben hat, dann Epiktet, ein Sklave, und Marc Aurel, eben mit dem wir uns beschäftigen werden, einer der letzten großen Kaiser, römischen Kaiser. Aber die Stoa hat viel früher begonnen, nämlich in der alten Stoa mit dem Stoiker Zenon. Von Zenon sind zum Beispiel 20 Buchtitel überliefert, unter anderem ein Buch, das weiß man, mit dem Titel Politeia, also der Staat. Und in dieser Schrift hat er ziemlich revolutionär dafür argumentiert, auch das weiß man, dass die Ehe abgeschafft gehört, dass das Geld abgeschafft gehört und dass die Religion abgeschafft werden sollte. Aber wie er genau dafür argumentiert hat und was er da im Einzelnen gesagt hat, das weiß man eben nicht, weil man eben nur viel spätere Texte hat, in denen dann da zitiert wird, dass er das gemacht hat. Nach Zenon gab es dann einen zweiten Stoiker, der die Nachfolge in der Schule der Stoiker angetreten ist, könnte man sagen, Kleanthes. Von ihm ist ein Zeus-Hymnus überliefert. Und dann als dritter der alten Stoiker Chrysipp. Chrysipp hat 705 Traktate geschrieben, sie sind also eine enorme Breite an Werken. Von ihm weiß man nicht viel, viel zur Logik, dazu komme ich später noch, ist überliefert. Man weiß aber nur, dass er zum Beispiel für Inzest und für den Kannibalismus argumentiert hat. Also auch irgendwie ein interessanter Philosoph, über den man gerne mehr wüsste. Es gibt dann die zwei Leute, die man zu den mittleren Stoikern zählt, die insbesondere deswegen wichtig sind, weil Cicero einen von denen gekannt hat und Cicero sehr viel über die Stoiker schreibt, also einer der Autoren, von denen man etwas über die alten Stoiker weiß, ist tatsächlich Cicero. Und dann kommen eben mit Seneca, Epiktet und Marc Aurel die neuen Stoiker. Und in dieser Philosophie der Stoiker, die heutzutage als Ethik überliefert ist, geht es eben nicht nur um Ethik, sondern es geht um die Einheit der drei großen Felder der Philosophie, die Stoiker gekannt haben, nämlich die Logik, wir könnten sagen Logik und Erkenntnistheorie, dann die Physik, der Aufbau des Kosmos und der Welt und dann die Ethik. Wenn wir Marc Aurel lesen werden, werden wir sehen, dass die meisten Texte vielleicht nicht mal so sehr Texte der Ethik sind, sondern eigentlich Texte, die jemand schreibt, der sich selber als Stoiker versteht, als römischer Kaiser in ausgesprochen schwierigen Lebenssituationen war und sich an den Stoikern festhält, so etwas wie eine Trostschrift, könnte man sagen, verfasst, sich selbst vergewissert der Wahrheit der stoischen Lehre und so eine Art Tagebuch schreibt. Ein Tagebuch anders als ein Tagebuch, was Sie vielleicht mal geschrieben haben oder noch schreiben, wo Sie jeden Tag irgendwie reinschreiben, was Sie so gerade machen oder einmal die Woche sich Rechenschaft von dem geben, was so gewesen ist, sondern eigentlich ein Tagebuch, in dem Sie versuchen, das, was Sie erleben und was Ihnen schwerfällt, immer wieder in Bezug zu den Kernwahrheiten der stoischen Philosophie zu bringen, an denen Sie unbedingt festhalten möchten. Marc Aurel hat, das werden Sie vielleicht wissen, in einer Zeit gelebt der großen Kriege, der großen Naturkatastrophen, Erdbeben, Pest ist gewesen. Er ist selber an der Pest gestorben im Jahre 180 nach Christus in Wien, hat bis in Regensburg die Germanen verfolgt, ist mit Tod, Kampf sehr vertraut gewesen. Und insofern wundert es auch nicht, dass viele Eintragungen aus diesen Selbstbetrachtungen, könnte man eigentlich besser sagen, Wege zu sich selbst,
dass die sich mit dem Thema Tod sterben und natürlich mit dem Thema die Nichtigkeit des Ruhms und die Nichtigkeit von so einer Existenz wie Kaiser sein auseinandersetzen. Also es geht nicht so sehr um eine ethische Grundlagenreflexion, sondern es geht darum, die Philosophie der Stoiker für einen harten Alltag fruchtbar zu machen. Und das ist interessant und wir werden uns fragen, was wir da auch für das Thema Leadership bei rausziehen können. Die Stoiker, das hatte ich schon erwähnt, mit ihren drei Teilen Logik, Physik und Ethik, verstehen diese drei Teile als ganz eng zusammengehörig. Es gibt einen berühmten Text bei Diogenes Laertius, er hat in der späteren Antike gelebt und hat ein Buch geschrieben, in dem eben auch viel über die Stoiker steht. Und Laertius schreibt, die Stoiker vergleichen die Philosophie mit einem Lebewesen. Dabei lassen sie die Logik den Knochen und Sehnen entsprechen, die Ethik dem Fleisch und die Physik der Seele. Oder sie vergleichen sie mit einem Ei. Dann gilt die Logik als das Äußere, die Ethik als das Eiweiß und die Physik als das Innerste. Oder ein Vergleich mit einem fruchtbaren Acker, wobei die Logik der Umzäunung entspricht, die Ethik der Frucht und die Physik dem Boden und den Pflanzen. Oder mit einer gut ummauerten und vernünftig verwalteten Stadt. Wie einige von Ihnen sagen, hat kein Teil einen Vorrang vor einem anderen, sondern sie sind alle zusammengemischt. Man gibt sie auch vermischt weiter. Sie sehen hier schon, was für eine große Engführung die Reduzierung der stoischen Philosophie auf die Ethik ist. Und dass, wenn wir die Ethik richtig verstehen wollten, wir immer auch einen Blick auf die Physik und auf die Logik, also auf die Erkenntnistheorie, werfen müssten. Lassen Sie mich nur in Klammern dazu sagen, dass das, was die Stoiker unter Logik verstehen, tatsächlich einmal das ist, was wir unter Erkenntnistheorie verstehen, aber auch das, was wir unter Logik verstehen. Und die stoische Logik hat tatsächlich damals die Logik revolutioniert und ist der heutigen Logik viel ähnlicher als das, was dann von Aristoteles und im Mittelalter gemacht worden ist. Aber die Frage nach der Logik, die klammere ich hier völlig aus. Dass die Physik für die Ethik von großer Bedeutung ist, wird schon an der wichtigen stoischen Formel deutlich, dass ein richtiges Leben zu führen ein Leben gemäß der Natur ist. Diese Formel finden Sie in ganz vielen philosophischen Texten. Es kommt darauf an, gemäß der Natur zu leben. Und das Interessante ist, dass mit der Natur jetzt eben nicht nur die Natur des Menschen gemeint ist, sondern der gesamte Kosmos, alles. Und der gesamte Kosmos, die belebte Welt, der ist Thema der Physik. Wir müssten uns also, wenn wir das einigermaßen genau machen wollten, jetzt tatsächlich der gesamten Naturphilosophie, der Physik, der Stoiker zuwenden, um dann zu verstehen, was es heißen kann, dass wir unser Leben so führen müssen, wie der Kosmos sein Leben führt oder wie der Kosmos strukturiert ist. Auch ein Thema, was bei Marc Aurel in manchen Texten vorkommt. Und wenn Sie diesen Hintergrund nicht wissen, diesen Zusammenhang von Kosmos und vom Leben, dann werden diese Texte schlicht und einfach unverständlich. Ich möchte nur auf einen ganz winzigen Teil der Physik eingehen, nämlich der Vorstellung der Stoiker, dass alles, was es gibt, zusammengesetzt ist aus zwei großen Prinzipien. Zum einen das Prinzip, das passive Prinzip, könnte man sagen, ja, sagt man auch. Das zweite, das aktive Prinzip. Das erste Prinzip könnte man auch so als die Materie beschreiben. Und das zweite Prinzip wird von den Stoikern als die Vernunft beschrieben.
Die Vorstellung ist nun die, dass es nicht so etwas wie die Materie gibt auf der einen Seite und die Vernunft auf der anderen, sondern dass alles, was es gibt, alle Körper, alles überhaupt zusammengesetzt ist, untrennbar aus diesen beiden Prinzipien, dem passiven und dem aktiven. Und das aktive Prinzip, die Vernunft, die strukturiert und bestimmt vollständig das passive Prinzip, die Materie. Der ganze Kosmos, so könnte man sagen, ist also von so etwas wie einer universalen Natur, die die Stoiker auch das kosmische Feuer nennen oder Zeus nennen oder die Allnatur nennen oder die Vernunft des Kosmos nennen, ist von dieser allumfassenden Vernunft vollständig durchdrungen. Auch wir Menschen, auch unsere Seele, auch unsere eigene Identität, modern ausgedrückt. Und das, was uns als Menschen ausmacht, das ist jetzt eine zusätzliche Annahme der Stoiker, ist tatsächlich unsere Vernunft. Das heißt, unsere Fähigkeit, als vernünftige Menschen das Richtige zu tun. Das ist für uns charakteristisch. Aber das ist nicht nur für uns charakteristisch. Es ist eben nicht nur so, dass wir Menschen über Vernunft verfügen und dann das tun können, was wir als richtig erkennen, sondern wenn wir selber vernünftig sind, dann, man könnte sagen, aktualisieren wir etwas in uns, was gleichzeitig den gesamten Kosmos beherrscht. Es gibt eben nicht so etwas wie eine menschliche Vernunft, die dann irgendwie Anteil hat an einer göttlichen Vernunft oder Vernunft des ganzen Kosmos, sondern diese Vernunft ist als aktives Prinzip wirklich ein und dasselbe. Das heißt, unsere Vernunft, meine Vernunft, könnte man sagen, ihre Vernunft, ist qua Vernunft miteinander identisch. Die Vernunft aller Lebewesen ist miteinander identisch. Und auch die Vernunft der Götter ist mit der Vernunft der Menschen identisch und ist identisch mit der Vernunft des ganzen Alls. Und daraus folgt eine unglaublich moderne Auffassung vom Menschen, die bis hinein in Konzeptionen der Menschenwürde gewirkt hat, nämlich, dass wir Menschen alle miteinander in einer großen Gemeinschaft aller vernünftigen Menschen, aller vernünftigen Wesen miteinander verbunden sind, zusammen mit den Göttern, die auch über diese Vernunft verfügen. Also, wir sind nicht irgendwie isoliert und die Vernunft ist nicht, wie wir es heute vielleicht eher denken würden, ein Werkzeug, um uns die Welt zu erschließen oder ein Werkzeug, was wir benutzen, wenn wir uns fragen, wie wir richtig leben sollen und was für Entscheidungen wir treffen sollen, sondern diese allumfassende Vernunft, diese Vernunft des Kosmos, ist unsere Vernunft und gleichzeitig die Vernunft aller Menschen und gleichzeitig die Vernunft der Götter. Und das heißt, dass in dem Moment, wo wir richtig handeln, wo wir das tun, was der Vernunft entspricht, wir auch der Menschheit dienen, weil wir dieses aktive Prinzip der Allnatur, des Feuers des ganzen Universums, weil wir das aktualisieren, so dass jede richtige Handlung auf die gesamte Menschheit und den ganzen gesamten Kosmos bezogen ist. Dieser Gedanke ist natürlich ziemlich spekulativ, aber dieses Theoriestück ist wichtig, damit Sie bestimmte Texte bei Marc Aurel, über die man so leicht hinweglesen könnte, wirklich in dem richtigen Kontext verstehen. Also wenn es immer um das Thema Vernunft geht oder Allvernunft oder Kosmos und Sie die verschiedenen Paragraphen der Wege zu sich selbst lesen, dann sollte in Ihnen so ein bisschen eine rote Lampe aufleuchten, die Ihnen deutlich machen sollte, Moment, also es geht hier nicht, es geht hier wirklich um eine ziemlich aufgeladene Vorstellung von Vernunft und von Kosmos, von Allnatur, von menschlicher Vernunft und vor allen Dingen von Gemeinschaft, von Gemeinschaft der Menschen und Götter untereinander. So viel zur Physik.
Zur Ethik möchte ich nichts sagen. Und um Ihnen die Erkenntnistheorie deutlich zu machen, möchte ich in den Hörsaal gehen und Ihnen an der Tafel ein Bild der stoischen Epistemologie, also der Erkenntnistheorie, aufzeichnen. Wenn ich Ihnen jetzt die Erkenntnistheorie der Stoiker wirklich nur sehr grob skizziere, dann könnte es sein, dass Sie Parallelen zu dem entdecken, was wir in der Mindfulness-Sitzung bereits besprochen haben. Und das, diese Erkenntnistheorie, ist auch ein Aspekt, warum die Stoiker in der Auseinandersetzung mit dem Thema Leadership hochinteressant sind. Die Erkenntnistheorie beginnt zunächst sehr trivial bei den Stoikern. Mit einem Objekt out there, also wir sind von einer Welt umgeben und haben Sinneseindrücke. Also zum Beispiel denken Sie das Stück Kreide in einer Hand. Ja, das nehmen Sie wahr. Das ist nicht in Ihrem Sinnesapparat irgendwie selbst, sondern das ist etwas, was außen ist. Und in einem ersten Schritt ist es nun so, dass dieser Sinneseindruck in uns eine Fantasie, eine Vorstellung auslöst. Und das ist natürlich schon mal hochproblematisch, was das ist. Die Stoiker sagen, dass man sich nicht so vorstellen darf wie ein Siegel, der in einen Wachsblock hineingepresst wird und dann in dem Wachsblock, was unser Bewusstsein wäre, so einen Abdruck hinterlässt, sondern bei uns Erwachsenen, und nur darauf gehe ich ein, ist es so, dass diese Fantasie die Struktur eines Satzes hat, eines Aussagesatzes hat. Also der Satz, Anführungszeichen, ein Stück Kreide liegt in einer Hand, Anführungszeichen, wäre die Fantasie, die rationale Fantasie, die durch die Vernunft hervorgebrachte, durch die Aktivität der Vernunft hervorgebrachte Fantasie. Sie sehen jetzt, wie Physik auch nochmal, was ich erzählt hatte von der Allvernunft, wie das mit der Erkenntnistheorie zusammenhängt, wäre die von der aktiven Vernunft hervorgebrachte Vorstellung in uns Erwachsenen. Und diese Vorstellung, die kann natürlich jetzt wahr sein oder falsch sein. Das ist trivial. Also es kann sein, dass die Fantasie, also der Aussagesatz in der Hand, ein Stück Kreide liegt in der Hand, nicht dem Objekt in der Wirklichkeit entspricht. Dann wäre die Fantasie falsch oder sie entspricht dem Objekt in der Wirklichkeit und dann ist der Aussagesatz wahr. So weit, so gut. Bis auf die große Schwierigkeit zwischen der Welt out there und der Fantasie bzw. den Aussagesätzen, was natürlich ein Riesenproblem für jede Erkenntnistheorie ist, ja, trifft unsere Sprache die Wirklichkeit? Ist sie ein Abbild der Wirklichkeit? Kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass das, wie wir über die Wirklichkeit denken oder wie wir über sie sprechen, also wie immer Sie das jetzt sagen wollen, dass das der Wirklichkeit entspricht oder nicht. Der nächste Schritt ist jetzt für die stoische Erkenntnistheorie charakteristisch. Sie fragt nämlich, ob die Vorstellung, die wir haben, erfassend ist. Das griechische Wort heißt kataleptisch. Was die Stoiker genau unter dieser kataleptischen, erfassenden Vorstellung verstehen oder wann eine Vorstellung erfassend ist, darüber gibt es einen Riesenstreit und das ist auch nicht leicht zu sagen. Es gibt ein Beispiel, was relativ gut das erläutert, zumindest was sie meinen. Dieses Beispiel ist von dem Stoiker Epiktet. Der sagt nämlich, wenn es Tag ist, ja, und wir
dann können wir die kataleptische, erfassende Vorstellung haben, jetzt ist Tag. Und wenn es Nacht ist, dann können wir die kataleptische Vorstellung haben, es ist Nacht. Also die Fantasia, die Vorstellung, es ist Nacht als Satz. Und es ist nicht möglich, während des Tages, während draußen die Sonne scheint, tatsächlich zu denken, es ist Nacht. Und es ist nicht möglich, wenn der Mond scheint und sie die Sterne über sich sehen, die kataleptische Vorstellung zu haben, es ist Tag. Also in der Vorstellung selbst ist offensichtlich etwas mitgegeben, was die Vorstellung, die wir haben, die Fantasia, zu einer kataleptischen Vorstellung macht. Und jetzt gibt es sozusagen mehrere Fälle. Einmal sagen wir, die Vorstellung ist kataleptisch. Und dann müssen wir zwei Fälle unterscheiden, in der die Vorstellung nicht kataleptisch ist. Der erste Fall ist, die Vorstellung ist wahr, die Fantasie ist wahr und sie ist kataleptisch. Die zweite ist, die Vorstellung ist wahr, aber sie ist nicht kataleptisch. Und die dritte ist, die Vorstellung ist falsch, dann kann sie natürlich auch nicht kataleptisch sein. Und jetzt kommt in der Erkenntnistheorie der Stoiker ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich die Zustimmung. Es ist nämlich nicht so, dass sich diese Dinge uns aufdrängen und wir denken müssen, es ist Tag, wenn es Tag ist, und es ist Nacht, wenn es Nacht ist. Es könnte auch sein, dass wir am Tag uns zum Beispiel denken, dass wir zwar die kataleptische Vorstellung haben, es ist Tag, aber es ist gar nicht so, weil wir träumen, wir schlafen und träumen, dass Tag ist. Aber in Wirklichkeit ist es mitten in der Nacht. Und die Stoiker sind jetzt der Auffassung, dass es an uns liegt und dass wir darin völlig frei sind, diesen ganzen Vorstellungen, die sich ständig aufdrängen und die von uns bejaht oder verneint werden wollen, die Zustimmung zu geben oder die Zustimmung nicht zu geben. Und wenn wir einer kataleptischen, wahren Vorstellung die Zustimmung geben, dann haben wir Erkenntnis. Wenn wir einer kataleptischen Vorstellung nicht die Zustimmung, also wenn wir einer kataleptischen Zustimmung, wenn wir die nicht haben, ihr aber dennoch zustimmen, sie aber eine wahre Fantasia ist, also für diesen Fall, dann haben wir eine wahre Meinung. Und wenn wir, das ist klar, wenn wir die Vorstellung falsch ist, sie auch nicht erfassend ist, nicht kataleptisch, haben wir eine falsche Meinung. Epiktet, den Marc Aurel sicher gekannt hat, wird in seinem Handbüchlein, wie das heißt, nicht müde zu bestimmen, dass wir hier frei sind. Und damit stimmt er mit allen Stoikern überein. Das heißt, es liegt an uns. Es ist unsere Freiheit, all den Dingen, die sich aufdrängen in uns, die Zustimmung zu geben oder nicht zu geben. Sie müssen sich das so vorstellen, wir hatten ja über Mindfulness gesprochen bei der Meditation, erleben Sie das ganz genau. Sie meditieren, sie versuchen, ihre Aufmerksamkeit immer wieder auf den Atem zu lenken und merken, was in ihrem Kopf alles passiert, ja? Wie unruhig the mind ist und was sich ihnen alles aufdrängen möchte an, wir könnten sagen, Bewusstseinsinhalten. Und dadurch, dass sie die Aufmerksamkeit auf den Atem lenken, schaffen sie es, in einen Abstand all diesen Bewusstseinsinhalten, die sich aufdrängen wollen, zu kommen. Und das bedeutet, dass sie nichts von dem, was sie so denken, was sich noch so sehr aufdringen möge, dass sie nichts von dem sind. Dass sie sich mit nichts von dem, was sich aufdrängt, wirklich identifizieren müssen, obwohl sie es denken, obwohl es sich ihnen aufdrängt.
die ganzen Urteile, die sie haben, was gut, was schlecht ist. Wir können gar nichts dagegen tun, dass wir diese Fantasie haben, ja, dass wir diese Vorstellungen haben. Das gehört halt zu uns Menschen dazu. Aber es liegt an uns, ob wir uns mit diesen Dingen, die wir denken, identifizieren, so würde man das modern sagen, oder ob wir uns mit diesen Dingen nicht identifizieren und einfach sagen, nee, also denen verweigern wir die Zustimmung, obwohl sie sich auch noch so sehr uns aufdringen mögen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein letzter Schritt, nämlich die Unterscheidung zwischen Erkenntnis und Wissen. Das Wissen ist für die Stoiker nicht eine Einstellung, die wir einzelnen Sätzen gegenüber haben, so wie wir das denken. Ich weiß, dass ich hier jetzt im Hörsaal an der Tafel stehe oder ich weiß, dass jetzt Tag ist oder sowas, sondern das Wissen ist für die Stoiker etwas anderes. Das Wissen ist ein Zustand, der sich dann einstellt, wenn wir ausschließlich kataleptisch wahren Phantasiae die Zustimmung geben und man könnte sagen, in unser Bewusstsein lassen. Das heißt, wenn wir bildlich gesprochen ausschließlich Erkenntnisstücke in unserem Bewusstsein haben, nicht, wenn unser Bewusstsein all dem, was wir zustimmen, nicht durch wahre Meinungen und natürlich schon gar nicht durch falsche Meinungen geprägt ist. Sie sehen, die Stoiker machen einen ganz entscheidenden Cut zwischen wahren Meinungen und falscher Meinung. Denn in dem Moment, wo wir in unserem Bewusstsein nicht nur Erkenntnisse haben, sondern auch wahre Meinungen, werden wir nie zum Wissen kommen. Das stoische Ideal des Menschen, der so das bestmögliche Leben überhaupt führt. Das stoische Ideal ist der Weise. Kein Stoiker hat übrigens je gedacht, dass er selber weise sei. Die Stoiker waren der Überzeugung, es gab bisher überhaupt nur einen weisen Menschen, Sokrates, und alle 1000 Jahre könne es vielleicht einen anderen Weisen geben, der tatsächlich nur Erkenntnisse in seinem Bewusstsein hat. Und dieser Weise, der ausschließlich erfassende Vorstellungen zugestimmt hat, das heißt nur Erkenntnisse in seinem Bewusstsein aufgenommen hat, dem geht es nun so, dass sich diese verschiedenen Erkenntnisse in einem kohärenten System gegenseitig stabilisieren. Ein Stoiker hat das mal anhand einer, so einer Hand deutlich gemacht. Also so eine Hand zu haben, das sind die Phantasiae, kataleptisch ist schon ein bisschen mehr, denen zuzustimmen ist die Faust und die Erkenntnis ist wie wenn man mit der linken Hand die Faust ganz festhält, sodass sich die Faust selber überhaupt nicht mehr, die rechte Faust überhaupt nicht mehr bewegen kann. Und dieser Zustand, den man hat, wenn auf einmal von einem Augenblick zum anderen Augenblick nur Erkenntnisse in unserem Bewusstsein sind, diesen Zustand beschreiben die stoischen Schriften eben als einen Zustand des bestmöglichen Lebens des Menschen. Und Interpreten stellen sich da so vor, dass das sozusagen beinahe eine Erleuchtungserfahrung ist, die der stoische Weise hat, wenn auf einmal die ganzen Erkenntnisse, die er hat, in diesem kohärenten inneren System miteinander zusammenhängen. Das Problem ist eben oft, dass also für die Stoiker nicht so sehr, dass da falsche Meinungen in unserem Bewusstsein sind, sondern dass eben viele wahre Meinungen in unserem Bewusstsein sind, die diesen Test des Kataleptischen einfach nicht bestanden haben, obwohl wir sie dann in unser Bewusstsein lassen. Aber Sie sehen natürlich auch, dass das kein Wunder ist, weil es eben
schwierig ist, und da sind auch die Stoiker völlig überhaupt nicht eindeutig und kämpfen mit den damaligen Gegnern, den sogenannten Skeptikern, was denn eigentlich Kriterien des Erfassenden, des Kataleptischen wirklich sind. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen. Es gibt also eine scharfe Unterscheidung zwischen Wissen und Erkenntnisse und wahren Meinungen. Nur der Weise verfügt über Wissen. Er hat ausschließlich erfassenden Vorstellungen zugestimmt, das heißt nur Erkenntnisse in sein Bewusstsein aufgenommen. Zweitens, die Erkenntnisse bilden ein kohärentes, sich selbst stabilisierendes System. Drittens, solange ich auch nur einer einzigen Vorstellung, die nicht erfassend war, zugestimmt und somit eine wahre Meinung in meinem Bewusstsein habe, habe ich kein stabiles System von Bewusstseinsinhalten. Und man könnte hinzufügen, werde ich nie in der Lage sein, ein wirklich glückliches Leben zu führen. Wenn Sie dann beginnen werden, die Texte, die Marc Aurel geschrieben hat, zu lesen, dann denken Sie daran, was für eine Art von Text das sind, die er verfasst hat. Ich möchte das nochmal wiederholen. Es sind so eine Art Tagebuchaufzeichnungen, eigentlich könnte man sagen geistige Übungen, in denen er versucht, das, was er erlebt in seinem Alltag, in Beziehung zu setzen zu dem, was er für richtig hält. Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen auch mal Lust, Freude daran, sowas selber auszuprobieren. Also mal zu schreiben, wofür stehen Sie eigentlich selber ein im Leben? Was halten Sie eigentlich für richtig? Und so zu sehen, dass die Art und Weise, wie wir im Alltag agieren und was wir so im Alltag von uns geben und sagen, doch manchmal in Spannung steht zu dem, was wir eigentlich für richtig halten, wie wir eigentlich gerne wären. Und sich immer wieder zu besinnen auf das, was man für wahr und für richtig hält. Und dadurch, dass man es aufschreibt, auch wieder in die Gegenwart zu holen, sich zu vergegenwärtigen und dadurch auch wirksam zu machen in unserem Leben, in unserem Alltag. Darum, so ganz grob könnte man sagen, geht es Marc Aurel. Nachdem ich zunächst ein bisschen polemisiert habe gegen die stoische, seichte Management-Literatur, möchte ich Ihnen aber doch noch einige Titel geben für diejenigen unter Ihnen, die sich näher mit den Stoikern beschäftigen wollen. Es gibt nämlich ein Buch eines Psychoanalytikers, Donald Robertson, Denke wie ein römischer Kaiser, also das sich mit Marc Aurel beschäftigt. Und dieses Buch ist wirklich lesenswert. Also auch wenn hier oben ein Zitat von Ryan Holiday steht, Ryan Holiday ist jemand, der eben so stoische Ratgeber verfasst, was den Punkt gar nicht fasst, da steht ein Leitfaden für all diejenigen, die mit Widrigkeiten konfrontiert sind, Ruhe suchen und nach Spitzenleistungen streben. Also das ist ein bisschen dick aufgetragen, ist dieses Buch wirklich, wirklich interessant. Eine gute Übertragung auf heute. Das wichtigste Buch als Interpretation von Marc Aurel ist von Pierre Hadot, einem französischen Philosophen, Die innere Burg. Pierre Hadot hat sich immer dafür interessiert, nicht so sehr für die Philosophie als Theorie, sondern für die Philosophie als Lebensform. Also wie leben eigentlich Philosophen und was sagt die Theorie, die die Philosophen gebildet haben, über ihr Leben selbst aus oder was heißt es eigentlich, als Philosoph zu leben? Und das ist natürlich in Bezug auf Marc Aurel, auch in Bezug auf Epiktet, der eben Sklave war, interessant. Und dieses Buch, Die innere Burg, könnte man so lesen als ein Kommentar zu den Wegen zu sich selbst von Marc Aurel. Wichtige Kapitel aus dem Buch von Pierre Hadot sind auch kopiert im Moodle drin. Dann ein ganz hervorragendes Buch von einer Kollegin und Schülerin auch von mir, aber nicht deswegen ist es gut, von Anna Schriefel, Stoische
Stoische Philosophie, eine Einführung beim Reklamverlag, also wirklich sehr zu empfehlen. Sie sehen, es ist auch relativ kurz, kostet nur 7,80 Euro. Also wenn Sie so eine umfassende, sehr kurze, sehr klare Einführung in die stoische Philosophie wollen, um auch den Hintergrund ein bisschen noch besser zu verstehen, als ich das hier in diesem kurzen Video beschreiben kann, dann empfehle ich Ihnen sehr dieses Buch von Anna Schriefel. Und sonst natürlich einfach immer wieder den Klassiker Marc Aurel im Original oder in der deutschen Übersetzung zu lesen. Es gibt für diejenigen, die des Griechischen mächtig sind, bei Tusculum eine sehr schöne Ausgabe, auch mit derselben Übersetzung wie die, die im Moodle ist. Aber Sie sehen hier, dass auf der einen Seite der griechische Text und auf der anderen die Übersetzung ist. Also es macht das Griechische wirklich sehr schön, ist auch nicht schwer zu lesen. Es ist wirklich eine Freude, wenn Sie am Griechischen Spaß haben. Und dann wünsche ich Ihnen aber vor allen Dingen viel Spaß mit den Originaltexten, mit Ihrer Meditation zu den Meditationen von Marc Aurel, wie diese Schrift manchmal auch genannt wird.